Sehnlichst erwartete Geräte sind doch immer die besten, oder? Vor allem dieses hier hat es mir in den ersten beiden Tagen, an denen ich damit rumspielen konnte, angetan. Das 6,8 Zoll große Display ist auf den ersten Blick erste Sahne und die im Vergleich zur S-Reihe nochmal dünneren Ränder in Kombination mit dem kleineren Loch für die Kamera machen schon einiges her. Ich glaube, dass die ein oder andere Spielesession auf dem Note ein echter Genuss werden wird. Das Gehäuse ist Note-typisch kantiger als die hauseigenen Konkurrenten und das gefällt mir persönlich mehr als zum Beispiel das Design des S10. Die Größe passt zum Gewicht von 196 Gramm und gibt einem in Kombination mit der Verarbeitung ein hochwertiges Gefühl. Der S Pen ist natürlich auch hier wieder das Herzstück des Note, welches aber gefühlt nur die allerwenigsten nutzen, was schade ist, da er so gut ist. Da die Displaykanten mittlerweile nicht mehr so stark abgerundet sind und das Display so oder so schon mehr Platz bietet, macht das Schreiben auf dem Note mehr Spaß als je zuvor. Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, während der ein oder anderen Vorlesung meine Notizen auf diesem Teil hier zu schreiben. Was haben wir noch? Samsung hat zum Beispiel den Prozessor überarbeitet, weil hier nun der Exynos 9825 verbaut ist, der im 7 Nanometer statt im 8 Nanometer Verfahren produziert wird. Dies soll bessere Akkulaufzeiten ermöglichen sowie einen Performance-Unterschied. Zum S10 konnte ich übrigens keinen nennenswerten feststellen. Aktuell haben wir nun standardmäßig 12 statt 8 GB RAM verbaut sowie mindestens 256 GB statt 128 GB internen Speicher. Der Akku ist auf 4300 mAh angewachsen und das ist wohl bei der Displaygröße das Mindeste. In den ersten zwei Tagen hat er mich nicht enttäuscht, aber bis zum Review werde ich das noch weiter beobachten, damit ich Aussagen tätigen kann, die auf den Großteil von euch zutreffen sollten. Was aber auf jeden Fall schon mal eine geile Sache ist, ist der 25 Watt Schnellladeadapter, der einen großen Unterschied zu vorher ausmacht. Die Kameras schauen wir uns im Review genauer an, Stand jetzt kann ich aber dazu sagen, dass sie eine ähnliche Qualität wie die aus der S-Reihe haben, da hier dieselben Sensoren verbaut wurden. Eine Neuerung stellt allerdings der Time-of-Flight-Sensor dar und die leider etwas lichtschwächere Frontkamera, da sie wie bereits gesagt geschrumpft ist. Mit dem kompletten Review könnt ihr nächste Woche rechnen und ich hoffe, dass euch dieses kleine Anfangsfazit gefallen hat und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Video.